Hallo aus dem Urlaubsatelier in Wachtendonk melde ich mich zurück und ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht, die ich dort kreiert habe. Und das seht ihr, das ist wieder die Kleistertechnik, die kennt ihr ja schon, aber ein bisschen anders, weil ich habe auf Steinpapier gearbeitet. Hier seht ihr noch ein paar meiner Ergebnisse und das hat wunderbar geklappt mit dem Steinpapier. Die Kleistertechnik funktioniert da toll. Das Steinpapier ist ein besonderes Papier. Es ist aus gepresstem Steinmehl gemacht, unter anderem. Und es ist besonders umweltfreundlich, da sehr wenig Wasser gebraucht wird, anders als bei dem Holzpapier. Es ist wasserfest, das heißt, es wälzt sich auch nicht, wenn man es benutzt. Und es ist etwas reißfester als normales Papier. Und noch einen Bonus hat das Steinpapier. Man muss es nicht grundieren, man kann sofort darauf arbeiten. Der Nachteil ist, es ist etwas teurer. Ein solcher Bogen hier kostet um die 1 Euro. Es ist ein relativ dünnes Papier. Es gibt das Ganze auch in etwas kräftiger. Da ist der Bogen dann nochmal viel teurer. Ich arbeite also heute auf diesem besonderen Papier und klebe es wie gewohnt an allen vier Seiten einmal mit Tesakrepp. Bitte nehmt nur normales Malerkrepp, also mit anderem Klebeband habe ich negative Erfahrungen gemacht, das ließ sich sehr schlecht wieder ablösen. Aber das normale Klebeband funktioniert sehr gut. Nun soll es also losgehen. Als Grundierung wähle ich eine Mischung aus einem Acrylbinder, etwas Acrylbinder und einem sehr verdünnten Farbauftrag. Ich verdünne mit Wasser und deshalb kommt der Binder dazu, damit alles auch gut haftet. Ich nehme ein Gelb und ein Zinnoberrot, vermische die beiden etwas und nehme etwas von dem Binder hinzu. Bevor ich loslege, sprühe ich meine Fläche mit Wasser ein. Und dann lässt sich alles wunderbar leicht auftragen. Hier merke ich einen deutlichen Unterschied zu normalem Papier. Die wässrige Farbe sinkt nicht ins Papier ein, sondern bleibt oben stehen und lässt sich wunderbar verteilen. Das muss natürlich ganz gut trocknen. Für meine Kleistertechnik, das kennt ihr schon, benötige ich angerührten Tapetenkleister. Hier ist der fertige Kleister schon drin. Das Pulver zum Anrühren, ihr nehmt einfach ganz normales Methylcellulose-Pulver und rührt es mit Wasser an. Hier habe ich den Kleister schon auf meiner Palette, das ist dieser durchsichtige Klecks, und ein paar Farben, ein Blau, ein Braun und die Restfarben Gelb und Zinnober vom Anfang. Und mit diesen Farben möchte ich jetzt auch arbeiten. Ich brauche verschiedene Werkzeuge. Ihr könnt einen Gummiwischer, einen Spachtel, einen Gummipinsel nehmen. Ihr könnt gezähnte Werkzeuge wie Kämme nehmen, normale Spachtel oder auch vielleicht diese Holzkeile, die ihr beim Keilrahmen dazu bekommt. Ihr könnt Abschnitte von Plastikkarten nehmen. Oder auch einen Pinsel mit Borsten, mit steifen Borsten.
dann nehme ich jetzt nochmal ein bisschen Papier, Zeitungspapier und ein Stück Folie brauche ich auch noch. Ja, und natürlich meinen alten Lappen, mit dem trockne ich zunächst mal den Pinsel ein wenig ab. Und dann kann es auch schon losgehen mit der Kleistertechnik. Das ist ein großer Spaß für mich und ihr werdet gleich sehen, warum. Ich vermische etwas Farbe, beziehungsweise nehme sie relativ unvermischt auf die Pinsel. Spitzen und tauche den Pinsel dann ein bisschen in den Kleister. Und trage die Farben und den Kleister relativ ungemischt auf. Es ist sehr heiß, deswegen sprühe ich auch noch ein bisschen Wasser, damit alles lange feucht bleibt. Und ich kann jetzt bei jedem Strich ein bisschen andere Farbe dazu mischen. So bekomme ich ganz viele Farbvariationen. Ihr seht schon, das lässt sich auf diesem Steinpapier wunderbar verstreichen. Mal dünn, mal dicker, je nachdem, wie ihr möchtet. So, nun versuche ich mein erstes Werkzeug. Das soll der Gummipinsel sein. Oh, und ich bin überrascht, wie sauber der die Farbe auf dem Steinpapier wegschieben kann. Es entstehen helle Stellen und an den Rändern halt auch die dunklen Konturen. Damit kann man schon eine Menge machen. An diesem Blatt werde ich euch einfach mal viele verschiedene Werkzeuge zeigen. Es wird ein bisschen wild und durcheinander werden. Es ist halt eine Demo für euch. Jetzt kommt der Kamm. Ja, da wo es jetzt hell ist, die sieht man noch nicht so viel. In den dunklen Partien sieht man die Spuren etwas deutlicher. Als nächstes Werkzeug schaue ich mal mit dem normalen Spachtel. Das lässt sich auch sehr, sehr gut wegschieben. Genau. Und damit kann man auch so wunderbare kreisförmige Gebilde machen. Was mir nicht gefällt, überpinsele ich einfach nochmal mit einer Kleisterfarbmischung. Ihr kennt das. Und so habe ich ein wenig Zeit, um mich meinem Ergebnis anzunähern. Oder in diesem Falle, um euch noch ein paar Sachen zu zeigen. Hier versuche ich mit dem zerknüllten Zeitungspapier auch eine Struktur zu erzeugen. Das klappt auch wunderbar auf dem Papier. Die Folie erzeugt auf diesem Papier eher so Dekalkomanie-Strukturen. Anders als auf dem normalen Papier oder etwas anders. Hier kommt der kleine Keil vom Keilrahmen zum Einsatz.
Die Strukturen sind nochmal etwas anders als mit einem Spachtel. Wie man hier sieht, ergeben aber auch einfach nur diese Pinselstriche mit dem Borstenpinsel schon interessante Strukturen. Und sogar mit dem Finger kann man hier die Farbe wegschieben, wie ihr gerade seht. Mit einem feuchten Lappen kann man Farbe auch ganz einfach wieder entfernen. Das werdet ihr im zweiten Teil dieses Videos noch deutlicher sehen. Hier also das Ergebnis des ersten Prozesses. Auftragen von Kleisterfarbe, Abtragen von Kleisterfarbe auf vielfältigste Art und Weise mit verschiedenen Werkzeugen. Hier nochmal der Keil vom Keilrahmen, hier der Finger, die Fingerspuren vor den Pinselspuren. Weiter unten folgt das Papier, das aufgedruckte, darunter die Folie, etwas andere Struktur, dann die Kammspuren. Ja, also vielfältige Strukturen, die entstanden sind. Und ich lasse das Ganze jetzt erst einmal oberflächentrocken werden und das Steinpapier erlaubt mir dann in einem zweiten Schritt auch wieder Farbe wegnehmen zu können. Das seht ihr jetzt. Ich entscheide mich, noch einmal die Kanten etwas abzukleben, damit ich darüber hinaus schön wischen kann, denn jetzt werde ich mit einem feuchten Tuch Farbe wieder wegwischen und an diesen Stellen entsteht dann eine wunderbare ungleichmäßige Tönung.
Ich kann also das zu viel an Strukturen etwas wegnehmen. Und das kann ich so weit treiben, wie ich es möchte. Hier seht ihr im Zeitraffer also, wie ich mit meinem feuchten Tuch, das ich immer wieder auswasche zwischendurch, dann wieder Farbe entferne und nur ganz bestimmte Strukturen stehen lasse. Ihr kommt mit dem Wischen nicht ganz bis auf das Papier weiß. Es wird immer eine ganz leichte Tönung zurückbleiben, da einige Pigmente in den soften Strukturen der samtigen Oberfläche bleiben. Hier also nochmal das Bild bei Tageslicht. Ihr seht, die Farben sind dann etwas anders, etwas wärmer. Hier seht ihr nochmal diese sehr subtile Färbung des Hintergrunds, den ich jetzt ausgewaschen habe. Das finde ich total spannend. Und das funktioniert auch nur auf dem Steinpapier genau so. Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen viel weggewischt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es ist kein Meisterwerk, aber ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Und ihr habt Lust, das auch mal auszuprobieren. Schaut einfach online nach Steinpapier und bestellt euch mal ein, zwei Bögen und probiert es aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!